How to put großen Sport in kleine Turnhalle. Kleine Turnhalle? PSD-Bank. Geht eigentlich, ne? PSD-Bank-Dome. Das, was sonst in meinem riesigen Olympiastadion und sonstiges stattfindet, findet einfach mal hier jetzt in den Innenräumen statt. Leichtathletik der Spitzenklasse. Das E-Stuff Indoor Düsseldorf. Ich kann auch meine Fernsehstimme benutzen. Soll ich das machen? Mach das. Das E-Stuff Indoor Düsseldorf wird Ihnen präsentiert von D-Sports. Home of Sports. Okay, wofür steht denn E-Stuff? Internationales Stadtfest. Ich weiß. Stadionfest. Stadionfest, ja. Ist geil. Hab ich mir extra durchgelesen. Ist geil, wie etabliert E-Stuff ist und man denkt, das ist so eine internationale Marke, ja, und dann ist es einfach so ein allmanndeutsches internationales Stadion. Irgendwann mal eingeführt, dann festgestellt, ist ziemlich geil, hier die deutsche Elite zu vereinen. Hier Gina Lückenkämper am Start, hier Milaika Mihambo. Das Krasse ist halt, und das merkt man, ich hoffe, das kommt in diesem Video rüber, alles klar auf Hochglanz und wir sind ja jetzt so nah dran, wie man sonst im Fernsehen nicht rankommt. Und man sieht ja immer, wie selbstverständlich allein durch so eine Sprungrufe springen und was auch immer. Es ist so krank groß und so weit, genauso wie im Hintergrund. Müssen wir gleich mal hingehen. Es ist so hoch, unfassbar. Ja. Ehrlich, Leichtathletik habe ich den allergrößten Respekt vor im gesamten Sportfass, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich finde es auch einfach ultra geil. Also ich habe einfach selber Bock, mir das reinzuziehen hier. Hier geht es halt einfach schon los, ne? Also bleib halt einfach mal hier stehen. Und das sind 8 Meter, Bruder. 8 Meter springen. Digga, ich bin 2,6 Meter groß. So. Weißt du, viermal kann, du. Ich kann mich jetzt viermal hier hinlegen und hier landen die Strategen, wenn sie da vorne abspringen. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera die Länge hier überhaupt in Schärfe draufkriegt. Ja, Bruder, ich kriege die Länge drauf. Bruder. Was würdest du dir zutrauen? So ein entspannter 4,80 oder was? Also ich traue mir zu, dass ich den Ball im 10. Anlauf einmal treffe. Irgendwie. Und dass ich dann sicher über diese Kante komme, um mir nicht weh zu tun. Das ist heiliger Sand, Alter. Ganz feines Korn. Ja. Sieht man sich aber gut hier oben drauf, ne? Ja. Was ist das hier? Warum ist hier noch ein Maßband? Drei? Nee. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Nee, klar. Ach, ausmessen. Die Anlauflänge. Dann. Ja, okay. Das muss man ja sich mal vorstellen. Das ist ja das, was man sonst immer nicht checkt. Da wird ja, dann sprechen die ja nach einem Sprung, sprechen die mit ihrem Trainer darüber, wie sie den Anlauf verkürzen oder verlängern sollen. Und hier neben ist ein Maßband, was anzeigt über, boah, wie lang geht das denn? Das sind ja bestimmt 30 Meter. 40 wo du deinen, ja, 40 Meter, ja, wo du deinen Startplatz hast. Ne? Und dann ist ja, das ist das Heftige an Leichtathletik. Die reden ja dann von 15 cm kürzer oder länger, damit die dieses Brett da hinten in 40 Metern, dieses Brett, so ein Stück besser treffen. Das ist so krank. Overengineert fast schon. Überleg mal, unser Eins geht ja los, will irgendwo erst hinlaufen und abspringen. Nach 40 Meter. Ja, erstmal komme ich gar nicht von hier bis da. Mein Anlauf sollte so 10 Meter sein eher. Okay, pass auf, wir machen es aber auch so. Wenn die jetzt gleich wirklich komplett gepflegt haben, dann machen wir mal eine Blutgrätsche rein. Kannst du gerne machen. Scheiße. Komm, lass uns mal direkt hier kommen, Stabhochsprung. Oh nein. Ja, da kriege ich Höhenangst direkt, bin ich da egal. Okay. Muss ich heute die Medium-Spikes anziehen. Was sagt die Platzbegehung? Grün gefällt mir ja besser, ne? Ja. Ja. Nein! Alter, das ist... No way. Das ist so hoch. Diese Vorstellung, hier reinzurennen wie ein Blöder, dann diesen Stab da reinzujagen. Hier liegt, glaube ich, einer. Ist das Stab-Hochsprungstab oder was ist das? Oder ist das der, der das Ding verstellt? Ich glaube, das ist kein Stab, kein richtiger. Nein, nein, nein. Aber angenommen, das wäre ein Stab. Du läufst hier an mit so einer Harpune und rammst die mit vollem Anlauf. Musst du das Ding hier treffen, um hier diesen Widerstand zu erzeugen. Und dann biegt sich das Ding so durch. Das ist krank. Traust du mir zu, dass ich das kaputt breche? Ja. Ich habe nichts in der Schläuche, fühl mal. Da bin ich Kontaktbeschränkung. Oh, Verzeihung. Ja, aber wie viel Kraft geht denn da, wie viel Kraft geht denn da auf den Stab drauf? Das sind ja hunderte Kilo, die da dann irgendwie sieht. Okay, also heftig. Die Absprungkraft sind 6000 Newtonmeter. Absprungkraft 6000 Kilometer. Was können wir denn hier heute erwarten? Ist das Weltklasse-Sport hier? Kann man so sagen, ne? Ja, wir haben den Doppelweltmeister. Doppelweltmeister. Also aktueller und gleichzeitig Doppelweltmeister. Wir haben die besten Deutschen. Wir haben, glaube ich, 5 Finalteilnehmer der letzten Weltmeisterschaften. Olympische Spieler natürlich, klar. Und wie ist die Location hier so einzuschätzen im Vergleich zu anderen Meetings? Für uns ist es beeindruckend, hier reinzukommen, zu sagen, wie kann man ein so multifunktionales Sportevent auf so kleinen Raum bauen? Das ist immer wieder beeindruckend, auch für alle, die schon Jahre machen. Also sagst du, man fühlt sich eigentlich wohl in Düsseldorf? Sicher, klar. Ja, cool. Nice. Nichts Besseres. Und wir begrüßen zum ersten und zum letzten Lauf seiner jahrzehntelangen erfolgreichen Karriere der 60-Meter-Hürden-Weltstar mit einer Bestzeit von 17 Sekunden 34 auf 60 Metern.
Mr. Bounce House, aka Dirk Funk Official, der beste Hürdenläufer der Welt, Dirk Funk! Mir die scheiß Uhr wieder. Bist du zufrieden? Du hast das gut gemacht, Alter. Dankeschön. Ja. Hast du schon mal so Koordination über so eine Hürde gemacht? Ich habe das bei. Ich war da krank, als es in der Sporthochschule dran war. Wie beim Schwimmen. So. Ja, hatte ich einen gelben Schein. Ja. Das ist schon. Was die Kombination ist halt geil. Stell dir mal vor, du sitzt jetzt hier auf der Höhe. So ja. 7 Meter Luftweg von den Leuten, die sich da irgendwie in die Sprunggrube reinkatapultieren. Oder noch krasser, direkt vom Stabhochsprung. Ja. Und du siehst in live, halt in Echtzeit, diese kranke Leistung. Und 10 Sekunden danach siehst du halt Replay oben auf dem Würfel direkt. Ne? Also das ist schon eine geile Experience. Kannst du überall sitzen und siehst alles gut, das ist echt Hammer. Ey, Leichtathletik kriegst du halt schwer transportiert im Fernsehen, was da an Extraleistung kommt. Du brauchst die Geschwindigkeit, ne? Ey. Ja. Ich will auch gleich nur mal sehen beim Aufwärmen, wie so ein 60-Meter-Sprinter einfach einmal mal durchzieht auf 30 km/h. Ja, ja. Junge, Junge. Ist der Ü 110 Kilo? Nein, es sieht nicht so aus. Muss ich aufpassen, ey. Das wäre ein geiler Job. Ja, ja, und du stehst hier drauf gucken. Guckst. Nice. Die ganze Halle guckt auf dich. Jemand ballert da ballert hinten auf den blauen Teppich, weil er einen Weltrekord springt. Alle denken, hier wird Sportgeschichte geschrieben. Du guckst. Zentimeter drüber. Ja, der beste Job in der Halle. Da noch ein Bierchen dazu und dann hier den ganzen Tag schön einen Meter dran. Weiß ich nicht, ob man da will. Oh, doch. Aufpassen, der Chef kommt. Aufpassen, der Chef kommt. Oi, oi, oi. Aufpassen, der Chef kommt. Aufpassen, der Chef kommt. Aufpassen, der Chef kommt. Aufpassen, der Chef Hallo. Kommt. Ey, Chef, wie fühlt es sich an? Nach wie lange gab es den Regenbogen von der Sportstadt Düsseldorf? 20 lange. Jahre? Lange. Ja, 20 Jahre. Zu lange, würde ich jetzt Zu mal lange. Sagen. Ja, okay. Wie fühlt es sich an, dass jetzt so das neue Logo hier in der Arena zu sehen? Total geil. Ja, ne? Richtig, richtig. Ey, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, das, kommt so geil rüber. Das passt auch hervorragend hier in den ganzen Auftritt. Absolut. Was wäre deine Disziplin? Hier sitzen mit euch. Mit uns hier sitzen, das ist es. Ja, dachte ich mir. Da bin ich gut drin. Jordi, kannst du irgendwo eine Sektpulle besorgen? Gut, danke. 1,5 Liter. Ja, Lino, du musst hier hinkommen, damit man dich in der Kamera sieht. Zeig mal deinen besten Move. Das ist der beste? Okay, ich bin raus. So geil, wie nervös die alle sind, wenn sie sich selber auf dem Big Screen sehen. Mit dem Close-Up. Guck mal, wie geil das ist für einen jugendlichen Sportler. Hammer. In der Kulisse ja. Vorgestellt. So Würfel so. Ist doch mega geil. Ja. Kann man sich geben, ne? 100%. Weil ich nach wie vor glaube, dass da vorne vom Stabhochsprung bei Absprung das wahrscheinlich der geilste Platz ist. Oder hier direkt. Hier vorne ist auch geil. Ja, weil da siehst Beisprung. Du gut den Start ja. Und ja, ja. Kein Zutritt. Versuchen wir trotzdem. Machen wir so mal so richtig behind the scenes hier. Machen wir mal schön mal da, wo die Fernsehproduktion abgehalten wird. Hier läuft die Regie zusammen. Ey, und bei einem Event, wo Minute für Minute eine neue Entscheidung ohne Höchstleistung ansteht, ist gar nicht so leicht. Lass uns das wieder so versuchen. Beim European League of Football Finale haben wir versucht, was zu trinken, zu kriegen von dem Teamstaff von Frankfurt Galaxy. Lass versuchen, ob wir in eine Loge kommen. Komm. Oder ein Knast. Ja. Nicht. Gut. Machen wir nicht. Wo kommen wir denn zu den, wo kommen wir zu den Logen? Wir sollen von da oben ein paar Shots machen. Wir sind von der Sportstadt Düsseldorf. Ah. Haben wir es wieder geschafft, Dirk? 2 Zentimeter mehr Polsterung haben wir. Haben wir es wieder geschafft? Unglaublich. Killich ist 2 aus 2. 2 aus 2, zweimal versucht, zweimal beste Experience. Nur das Getränk fehlt noch. Getränk fehlt noch. Sollen wir mal gucken, was es, so gibt im VIP-Bereich über Leichtathletik? Wahrscheinlich nur Apfelschorle und Bananen oder so, oder? Weil die alle so trainiert sein müssen. Stopper TV, herzlichen Glückwunsch! Sag ich doch, Bananen und Apfelschorle? Ja. Für den süßen Zahn? Oh Gott, okay. Geil. Hier geht's zu Ende. Ja. Wollen wir mal gucken. Jordi, kannst du irgendwo eine Sektpulle besorgen? Jordi. Ja. Dann geh jetzt mal hin und frag nach der 1,5 Liter Magnumpulle, die wir der. Die da eigentlich an das Ding knallen muss. Bring ich ja Montag mit ins Büro. Du musst ja hier fragen. Was ist der beste Tropfen? Ja, gute Frage. Was würdest du selber trinken?
Ja, eine Cola Zero. Cool. Ich wäre jetzt auch Weißweinschorle oder sowas. Ja, oder Weißweinschorle. Na, okay, dachte ich mir. So, wir haben ein Problem. D-Sports, beziehungsweise die Sportstadt Düsseldorf, hat ja heute das erste Mal das neue Logo dabei, ne? D-Sports. Und wir müssen unten dringend eine 1,5 Liter Sektflasche oder so gegen eins von diesen Werbebanden knallen. Habt ihr eine übrig, kurz? War nur Spaß, aber das ist geil, ne? Das ist die Kameraleute. Dass die Kameraleute ernsthaft denken, wenn wir uns jetzt hier in den Nobelbereich hier einschleusen und uns Bier bringen lassen, obwohl wir eigentlich keine Befugnis haben, ne? Ja. Dass die ernsthaft denken, die kriegen auch alles. Dann ist nämlich zu viel. Dann wird's dreist. Oh. Vielen Dank. Kaltchen. Das ist wirklich meine Tulpe. Fingerhütchen. Prost. Auf die Einweihung. Auf die Sports, ne? Und aufs E-Stuff. Jo. Geiles Event. Nehmen wir mit. Das ist es. Das ist es. Das ist es immer noch. Wer kennt es? Ja, was haben wir gemacht? Wir haben geilen Sport gesehen. Nee, beeindruckenden Sport, muss man dazu sagen. Beeindruckenden Sport auf allen Ebenen. Mega kompakten, coolen Eventaufbau. Wir haben Bier vom Fass. Das ist es. Wir haben eine gute Community in der Leichtathletik. Wir haben ein neues Branding mit D-Sports. Klingt, als könnten wir Feierabend machen. 10 von 10. Ja. Und wenn wir jetzt gute Dienstleister sind und gut und das Ding hier vorantreiben wollen, dann müssen wir jetzt noch sowas sagen wie, ey, wenn euch das Video gefallen hat, ne? Dann abonniert doch mal den Kanal, macht einen Daumen nach oben. Das Video müsste euch gefallen haben, dann macht es auch, dann signalisiert es auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Event von, ist vielleicht schon Beachvolleyball im Sommer? Oh, wer weiß das. Also gönnt Support auf allen Plattformen von D-Sports, lohnt sich. Wir sind raus. Thank you.